Der Molch ist ein Meister der Regeneration. Wird zum Beispiel sein Herz geschädigt, kann er es wieder erneuern. Die zerstörten Teile wachsen einfach nach. Dafür aktiviert der Molch seinen Jungbrunnen. Fertige Herzzellen geben ihre Spezialisierung auf und verjüngen sich. Anschließend können sie sich wieder teilen. Der Clou? Zerstörtes Gewebe wird so ersetzt. Besitzen diese dedifferenzierten, also verjüngten Herzzellen, aber sogar noch mehr Potenzial? Der Molch kann nicht nur sein Herz, sondern beinahe alle Körperteile regenerieren. Verliert er beispielsweise ein Bein, senden die unterschiedlichsten Zellen Signalmoleküle in die Wunde. Es bildet sich an der Bruchstelle ein sogenanntes Blastem, ein Gewebe, das ein neues Bein hervorbringt. Spritzt man die dedifferenzierten Herzzellen in die Wunde, wirken die Signalmoleküle auch auf sie. Die Botenstoffe teilen den Zellen mit, dass hier Skelettmuskelzellen gebraucht werden. Unter dem Einfluss der Botenstoffe wandeln sich die verjüngten Zellen dann zu solchen Skelettmuskelzellen. Fehlen diese Signalmoleküle, wie in einem gesunden Bein, verwandeln sich die Zellen nicht. Aus Herzzellen können also beim Molch Skelettmuskelzellen werden. Sie brauchen dazu zweierlei: die Fähigkeit, sich zu verjüngen, und entsprechende Botenstoffe.